Hallo, grüße euch. Heute mal das Thema Budgetierung, Telefonmarketingkosten. Was kostet die Telefonakquise? Ja, und da gibt es einige Aspekte zu beachten und einige Punkte, und die werde ich mal versuchen, hier in einem 10-minütigen, relativ kurzen Video zusammenzufassen. Was nämlich viele nicht verstehen, ist, dass Online-Marketing etwas anders funktioniert wie Offline-Marketing, also Telefonakquise. Denn man ist ja hier quasi rein Zeit für Geld, ja? Also wo man theoretisch im Online-Marketing mit 10.000 Kunden gleichzeitig kommunizieren kann, kann man natürlich im Telefonmarketing immer nur One-to-One. Ja? Das ist ein großer Nachteil, könnte man sagen, ja, klar. Aber was viele Leute da draußen unterschätzen, die noch nicht so mit diesen zwei Welten zu tun hatten oder auch Anfänger sind noch in manchen Bereichen bezüglich Marketing und Sales, ist der folgende Punkt, dass selbst im Online-Marketing, also in der Online-Welt, höherpreisige Produkte, und höherpreisige Produkte sind 10.000, 20.000 Euro aufwärts, relativ schwierig zu verkaufen sind, rein übers Online. Und da kommt dann wieder, du weißt schon was, Telefonakquise, also wieder Telefonmarketing mit ins Spiel. Ja, also ohne dem geht es halt doch irgendwie nicht. Da gibt es auch genug Studien und Statistiken drüber, dass einfach der deutsche Konsument, sei es im B2B wie auch im B2C, gewisse Produkte einfach online über einen gewissen Preis nicht gerne kauft, sondern diese persönliche Bindung benötigt, ja, um dann auch wirklich sich sicher zu sein, dass er das Richtige kauft. Desto stärker die Marke, desto leichter ist es, das heißt, desto höherpreisig kannst du online automatisiert verkaufen, desto schwächer die Marke, allgemein gilt diese Regel, desto weniger hochpreisig kannst du online automatisiert verkaufen. Das heißt, im Umkehrschluss, für all diejenigen da draußen, die einfach noch keinen großen Brand haben, also alle kleineren Unternehmen, mittelständische, kleineren Unternehmen und Startups etc., ist die Telefonakquise Pflicht. Ja, weil dich kennt nämlich noch keiner, und in Kombination vielleicht mit Online-Marketing, aber letztendlich, um einen Abschluss zu generieren, besonders im B2B, das ist ja mein Kanal hier, da geht es hauptsächlich um B2B. Und da sind einfach Preise unter 10.000 relativ selten. Und ja, es ist einfach so, dass Telefonakquise super wichtig ist. Das mal vorweg, ja, weil einfach nichts geht. Ne? Nicht, weil ich das sage, sondern weil es einfach so ist. Laut Erfahrung, ja, Erfahrungsberichte, Studien etc. und meine eigenen Erfahrungen ist, und genauso. Und ich bringe mal so englische Worte rein, ich weiß auch nicht warum. Ich mache einfach, ja, ich bewege mich im englischsprachigen Raum einfach den ganzen Tag teilweise, und na gut. Also, um zum Punkt zu kommen, ja, Telefonmarketingkosten, ja, das ist eigentlich relativ simpel, wo du in der Online-Welt, ja, also CPCs hast und CPAs und so weiter, da musst du halt große Excel-Tabellen machen und so weiter, um da sozusagen einen Überblick zu bewahren, ja, weil du meistens sehr viele Keywords hast und so weiter. Das ist jetzt nicht das Thema dieses Videos. Ist in der Offline-Welt, also im Telefon-Marketing, um dort jetzt ein Budget oder ein Forecasting zu machen, ist ein bisschen einfacher, gleichzeitig aber auch nicht ganz so einfach, weil dort natürlich die statistische Relevanz meistens fehlt. Das heißt, warum kann ich denn überhaupt ein Forecasting machen im Marketing bzw. im Online-Marketing, oder ab wann kann ich überhaupt eins machen und ab wann ist es überhaupt sinnvoll, eins zu machen? Naja, ab einer gewissen Größenordnung, weil nur dann habe ich eine statistische Relevanz, ja, statistische Relevanz, ganz wichtiges Thema, um überhaupt eine Aussage treffen zu können. Alles andere ist ja, könnte ja nur Zufall gewesen sein. Ne? Also ich rufe halt, mache halt einen Anruf, rufe an, mache sofort einen Verkauf. Hat das irgendeine Aussagekraft? Kann ich damit ein Forecasting machen? Nein, natürlich nicht. Ja, oder eine Marketingbudgetierung oder ähnliches. Das heißt, ich brauche eine statistische Relevanz. Viele Telefonmarketing-Kampagnen sind aber relativ klein im Umfang, besonders bei kleinen und mittelständischen Unternehmen. Das sind dann maximal ein oder zwei Mitarbeiter oder sowas, die sich da darum kümmern. Das heißt, man hat dann eigentlich diese statistische Relevanz dann immer erst seit, sagen wir mal, 6 bis 12 Monaten frühestens.
um dann eigentlich erst die Basis zu haben, Forecastings zu machen. Das ist natürlich was anderes, wenn du jetzt einen Dienstleister oder einen Experten hast, der sich den ganzen Tag damit, oder ein Team hat, der sich den ganzen Tag, dieses Team sich den ganzen Tag seit Jahren nichts mit nichts anderem beschäftigt, ja. Und dann kannst du natürlich auf dem Grund der Erfahrung, auf den Erfahrungsschatz, gesetzt im Fall dieser Dienstleister oder dieser Agentur, wie wir zum Beispiel, ist auch relativ transparent und ehrlich. Aufgrund dessen Erfahrungsschatz kannst du natürlich aufbauen und dann gewisse Forecastings machen. Aber nichtsdestotrotz sind natürlich immer nur vage Annahmen und Schätzungen. Aber hier mal kurz ein kleines Beispiel. Du kannst davon ausgehen, dass du in, was auch immer von der Branche abhängt und natürlich von deiner Zielgruppe. Nicht jede Telemarketing-Kampagne ist gleich. Das heißt, du hast natürlich Telemarketing-Kampagnen, dass du als Zielgruppe Unternehmen im B2B mit 200-300 Mitarbeitern, dann hast du wieder Telemarketing-Kampagne, da hast du als Zielgruppe Mitarbeiter von 10.000 oder 50.000 Mitarbeitern. Ja? Und entsprechend musst du ganz andere Forecasts machen. Ja? Das ist einfach nie sozusagen einfach mal so abgegolten, ja, mit einem Standard-Forecast oder sowas. Also das auch mal kurz nur am Rande. Aber wir nehmen jetzt einfach mal irgendeine Branche, um das Ganze ein bisschen zu versimpeln, zu vereinfachen und auch zu konkretisieren. Sagen wir mal, die IT-Branche, B2B-Telefon-Marketing-Kampagne, IT-Storage-Lösungen zum Beispiel oder IT-Security-Lösungen, weil das ist relativ standardisierbar, ja, weil jedes Unternehmen benötigt Storage und jedes Unternehmen benötigt IT Security. Ja. Von daher haben wir relativ gute Erfahrungswerte, ja, die man da sammeln kann, und das ist ungefähr, sagen wir mal, Nettokontakt. Wir reden hier von einem Nettokontakt, von einem Call-Versuch, ja, von einem Nettokontakt und von einem Call-Versuch. Der Unterschied ist der, ich rufe an, hallo, und da ist die Zentrale, die sagt mir, naja, der Entscheider ist gerade nicht da, danke, tschüss. Oder ich darf es leider nicht durchstellen, ist gegen unsere Datenschutzverordnung, ich darf Ihnen nur eine E-Mail geben, danke, tschüss. Ja? Dann ist es in der Regel nur ein Call-Attempt, also nur ein Call-Versuch. Ein Netto-Kontakt wäre, wenn ich jemanden erreiche, der aber nicht der Entscheider ist, unbedingt, ja, aber der mir sozusagen eine Durchwahl gibt von einem Entscheider, einen Entscheider nennen kann. Das ist meistens eine Assistenz, eine Sekretärin, oder eine persönliche E-Mail nennen kann, also eine direkte E-Mail. Dann zähle ich das sozusagen als Nettokontakt oder kann dieses als solches definieren. Und das dritte ist dann ein Entscheidergespräch. Entscheidergespräche sind natürlich wesentlich seltener als Nettokontakte, und Nettokontakte sind natürlich seltener als Call-Versuche. Ja, man kann ungefähr davon ausgehen, dass du natürlich immer diese drei Kennzahlen, also KPIs, also Key Performance Indicator, also einfach nur Kennzahlen, Größenordnungen, nach denen du dich orientieren kannst, die du dann für die folgende, für das Forecast dann verwendest als Basis, dass die sich natürlich gegenseitig beeinflussen. Ist ja ganz klar, wenn ich jetzt ein Entscheidergespräch habe, letztens hatte ich ein Entscheidergespräch von 34 Minuten, dann ist klar, dass in dieser Stunde, auf eine Stunde gerechnet, ich natürlich viel weniger Nettokontakte haben werde und weniger Call-Attempts, ne? Weil schon allein über die Hälfte der Stunde ist ja schon allein über das Entscheidergespräch verstrichen. Ja, ist ja ganz klar. Aber man kann ungefähr sagen, Call-Attempts, der Durchschnittswert, und jetzt sind wir wieder bei der statistischen Relevanz, ich brauche eben ganz viele Stunden und einen gewissen Zeitraum, ja, am besten, wenn ich gar keine Werte hätte, brauche ich schon mal 6 bis 7 Monate. Ansonsten kann ich alte Werte von anderen Kampagnen sozusagen anonym verwenden. Ja. Als solches kann ich sagen 10 bis 15 Call Attempts. Ja. 10 bis 15 Call Attempts sind in der Stunde im Durchschnitt möglich. Wenn ich natürlich Nettokontakte dann noch dazu habe, dann habe ich, sagen wir mal, 3 bis 4 Nettokontakte. Das ist, wenn es gut läuft. Und ein Entscheidergespräch. Ja, das ist sozusagen das Optimum. Wenn ich natürlich weniger Nettokontakte habe, dann habe ich vielleicht 20, 25 Call Attempts. Habe ich ein bisschen mehr Nettokontakte, sagen wir mal 4 Nettokontakte, habe ich halt weniger Call Attempts. Habe ich ein Entscheidergespräch, dann habe ich halt insgesamt wahrscheinlich weniger an Nettokontakten und Call Attempts und so weiter. Habe ich 2 Entscheidergespräche, habe ich vielleicht nur 5 Call Attempts oder sowas. Ja? Also, das Ganze, diese KPIs, diese Key Performance Indicator, also diese
Messgrößen, die sind die Basis, die bilden die Basis für jeden Forecast in der Telefonmarketing-Welt und damit auch die Basis, um mir die Telefonmarketingkosten errechnen zu können. Ja? Also, deswegen zum Grundverständnis diese ganze Vorrede von mir. Ja? Und hier kannst du mal sagen, okay, gut, jetzt kommt der zweite Komponent hinzu, um einen Forecast einigermaßen vernünftig auf die Beine zu stellen, ist deine Zielgruppe. Das heißt, du hast hier das, was möglich ist, ja, von der Leistung her, im Offline-Marketing, Direct-Marketing, und dann hast du deine Zielgruppe. Ist natürlich ganz unterschiedlich, ja, wenn du jetzt, sagen wir mal, Maschinenbauer targetierst, mal angenommen, wir nehmen jetzt einfach deine Zielgruppe, es sind 1000 Maschinenbauunternehmen, ja, das ist jetzt deine Zielgruppe und du hast, sagen wir mal, Durchschnittswert von 3 bis 4 Netto-Kontakten. 3 bis 4 Netto-Kontakten die Stunde. Ja, dann kannst du dir ausrechnen, wie viele Stunden du logischerweise benötigst, um einmal, ja, einen Netto-Kontakt je Firma deiner Zielgruppe von 1000 Firmen erzeugt zu haben. Ja, das sind natürlich nach Adam Riese 300 Stunden mehr oder weniger. Ja, ist klar. Ja, also pro Stunde 3 Netto-Kontakte oder 3,5, 3,2 oder sowas. Und 1000 Firmen hast du, also brauchst du ungefähr 300 Stunden. Und jetzt musst du dir halt Gedanken machen, okay, wie viel brauche ich an Geld, ja, um 300 Stunden sozusagen Akquise durchzuführen. Ja, also da, wir haben ja ungefähr, sagen wir mal, jetzt gut gerechnet, 8 Stunden Montag bis Donnerstag an Akquisezeit. Freitag würde ich mal etwas weniger rechnen, maximal 5 bis 6 Stunden. Das heißt, wir haben insgesamt im Monat, mal die ganzen Brückentage und alles weggerechnet, ja, haben wir maximal so 140 Stunden zur Verfügung, ja, im Monat. 140 Stunden und 300 bräuchten wir pro Monat, um einmal im Monat einen Nettokontakt je Zielgruppenfirma zu generieren. Okay, also mit anderen Worten, wenn du jetzt, sagen wir mal, wenn das dein Ziel ist, dass du einmal im Monat einen Nettokontakt hast pro Firmenzielgruppe und du hast insgesamt 1000 Firmenzielgruppe, das ist dein Pool, dann bräuchtest du mehr oder weniger 2,1 an Personen, an physischen, also an Menschen, ja, an Telemarketing-Agents, die das sozusagen durchziehen. Ja. Und jetzt, wenn du das weißt, dann kannst du hergehen und sagen, okay, was kosten mich jetzt diese 2,1 Telemarketing-Agent? Ja, welche Zielgruppe, das hatten wir schon, also was kosten mich diese zwei, genau, wie skilled müssen die sein? Also, Skill Nummer 1, ja, verkäuferisches Talent, ja, du musst in der Lead-Generierung, ja, das verstehen auch manche nicht so ganz, in der Lead-Generierung musst du ein super Verkäufer sein, auch wenn du gar nichts verkaufst, okay, warum? Du weißt warum, du natürlich verkaufst du was, du verkaufst immer irgendwas, ja, im Marketing und Sales, in dem Fall verkaufst du einfach den Termin, den Besuchstermin oder die Webex oder die Telco, ganz klar. Das heißt, du brauchst verkäuferisches Talent, diese 2,1 Telemarketing Agents, und du brauchst meistens fachliche Kenntnisse, die Kombination aus diesen beiden und einen Sack voll Motivation. Ja? Das heißt, du brauchst verkäuferisch talentierte, fachlich fitte und hochmotivierte Leute. Ja? Und die bekommst du natürlich nicht für ein Apfel und ein Ei. Das ist ganz klar, besonders hier im Münchner Großraum, ja, die Lebenshaltungskosten sind sehr hoch. Und dann kannst du ungefähr rechnen, dass du für diese 2,1 Agents mehr oder weniger, ja, um die 12.000 bis 16.000 Euro im Monat rechnen musst. Ja. Und das ist eben so mal so eine Größenordnung aufgrund der ganzen vorherigen Kenngrößen, die ich gesagt habe, ja, und ja, das war soweit einfach mal so aus dem Stegreif heraus gesprochen, ja, wie man sich jetzt theoretisch einen Forecast erarbeiten kann, ja, ist natürlich so, dass du das anpassen musst, ja, individuell auf deine Nische, auf deine Branche, auf deine Bedürfnisse, ist ja ganz klar.
Ja, wovon ich abraten würde, ist so, ja, irgendwelche Angebote über Google Ads und so weiter, wo man halt Firmen sieht, die zum Beispiel anbieten, wir machen Telefonakquise von 1.999 Euro und im Monat und so weiter, ja. Also da muss man sich einfach mal genau diese Sachen, die ich jetzt alle erzählt habe, mal durch den Kopf gehen lassen und dann fragen, okay, wer sitzt da am Telefon und macht die Telefonakquise für meine Kampagne, ja. Wie viel verdient er letztendlich unter der Hand, wollte ich schon sagen, pro Stunde netto, ja? Wenn es jemand ist, der dann, wenn du das mal durchrechnest und wenn es dann jemand ist, der dann nur ein paar Euro verdient, dann sitzt der wahrscheinlich nicht in München und auch nicht in Deutschland. Also nur mal so als Tipp nebenbei, bei diesen Dingen, die ich da so, diesen Angeboten, die ich da so sehe, und die dann auch noch Google AdWords schalten. Und du musst das mal abschließend noch dieses eine kurze Hinweis, wir sind schon bei 15 Minuten. Das nie vergessen, die Firmen, die Google AdWords sehr stark vertreten sind bei Google AdWords, du zahlst dort pro Klick als Anbieter, wie zum Beispiel ich, ja, der jetzt Telemarketing-Dienstleistungen anbietet, zahle ich dort pro Klick im Schnitt 2-3 Euro für die Begriffe Kaltakquise, Telefonakquise und so weiter, Neukundenakquise, Neukundengewinnung. Bei Neukundengewinnung ist es sogar bis zu 6 Euro. Also der durchschnittliche Bidpreis, würde ich mal sagen, wenn du an der Position 1 sein willst, ist 6,40 Euro. Ich habe das letztens mal von Google ausrechnen lassen. Wenn du dann weiter unten bist, ist es dann nur noch 3, 4, 5 Euro. Ja? Und dann überleg dir mal, wer das mitzahlt. Das zahlst nämlich du mit, ja, als Auftraggeber. Ja? Also nur mal so nebenbei. Und die bieten dann teilweise auch noch Telefonmarketing an von 1.999 Euro oder sowas. Schwierig, wie das gehen soll. Okay, also, das war's für heute zum Thema Telefonmarketing, Kosten, Marketing Forecast, Budgetierung, wie man das so mal ein bisschen machen kann einfach. Und dann würde es mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Das heißt Neukundengewinnung B2B mit Thomas Klein Marketing. Abonniere meinen Kanal, die Glocke abonnieren, ja, dann weißt du immer, wann ein neues Video kommt und tolle Tipps, Verkäufertipps, Kaltakquise-Tipps, Telefonakquise-Tipps und so weiter und so weiter. Und Daumen hoch, bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein und tschüssi.